Oh, Jesewang nach Landsberg. So, wir haben was denn hier so? Ja, ein bisschen Gehölz, Flugzeuge, die rumstehen. Wie sich das für den Flughafen eigentlich gehört, wa? Ja, dann fliegen wir mal schnell los, bevor wir... Wir haben ja keine Zeit. Also, Handbremse weg. Hand an Knüppel, Füße auch. Gummi geben. Und schauen, dass wir halbwegs geradeaus bleiben. Hier stehen sogar richtig viele Flugzeuge rum. Das scheint hier ein Cessna-Vertriebsschwerpunkt zu sein. Ja, das ging doch mal schön heute, ne? 5 Knoten von schräg vorne, das ist erträglich. Wo muss ich denn hin? Oh, da grübelt er jetzt aber erstmal. Ah, nach der Karte, hier muss so rechts rum. Adelshofen liegt da, aha. Typhus, Pest und Cholera. Irgendwie habe ich die Rüsselpest mal wieder an der Backe. Jesewan! Die Metropole in Deutschland. Ja, Jesewan, das könnte süddeutsch klingen. Ich weiß nur nicht so genau, in welchem Teil der Welt, insbesondere Deutschlands, ich mich aufhalte, aber es klingt so nach Weißwurst-Äquator. Wie so oft überlasse ich die schwere Arbeit dem Autopiloten. Flieg mal dahin und dann da lang. In der Höhe. Ja, viel mehr muss er eigentlich nicht wissen, ne? Den Rest kümmert er sich schon selbst, allerdings Höhe können wir noch zulegen. Ja, so 700 sollten reichen. 700 plus natürlich. Und wieder schnell Bilder machen. Bilder machen ist aber wahnsinnig wichtig. Und zwar von... Ich mach's eigentlich mal gern von der Seite. Weil irgendwie das Licht kommt heute von da. Und nachher kommt hier oben die Ecke noch diese große kleine Uhr. Da muss ja aufpassen, dass sie sich nicht zu sehr gleichen, die Bilder, ne? Das war jetzt Altdruck. Foto, bitteschön. Oh, gucken wir uns mal schon den Gegner an. Ja, wenn der Autopilot sowieso schon die ganze Arbeit macht, dann können wir ein bisschen herumgaffen. Und uns an der schönen Landschaft in der Nähe von Jesewang ergötzen. Götz, Götz. Ja, ich bin heute gut im Licht, ne? So morgendliche Sonne, apropos morgendliche Sonne. Ich glaube fast, dass serienmäßig die Uhr hier Global Mean Time anzeigt. In Wirklichkeit haben wir es aber 10.21 Uhr. So. Höhe halten wir jetzt mal. Ja, da ist schon fast wieder ein bisschen zu hoch. Soll reichen, solange sich die Wolken da nicht ändern. Fliegen wir da noch ganz gut. Was für Tempo habe ich eingestellt? 100, da geht mehr. Nicht viel, aber noch ein bisschen. So, nochmal 10. Ups, ich habe offensichtlich einen Waypoint eingebaut. Sind wir schon so dicht dran? Und wir haben wieder ILS. Wie geil. Also, denn schon mal wieder Geschwindigkeit runter. Da wird er gleich anfangen zu maulen, dass ihm das alles zu lahmarschig wird. Und zwar jetzt. So. Was ist unser Ziel denn?
Besser mit der Namen gucken, ne? Hier. ETSA. Und zwar ETSA 25. Gibt's hier nur eine? Hier ist es zweimal drin. Nehmen wir mal den einen und nicht den anderen. Oh, jetzt muss ich aber auch wieder schnell umschalten hier. Nämlich V-Lock und ich finde den Approach-Knopf hier nicht, dann nehme ich eben den hier. So. Kleinslob. Voll drin, Summer. E-Resing, noch nie was von gehört, aber das macht ja auch nichts. So. Müsste jetzt voll up the band sein. Kompass synchronisieren. Ich vergesse es jedes Mal. Mal gucken, Knopf. Und was ich auch nicht vergessen darf, wir landen auf welcher Piste? Auf der 25. Na gut, dann stimmt das ja schon fast. Dann muss ich ja den Bug vom Kompass auch auf 250 stellen. Ist auch nicht so tragisch, wenn er auf 240 steht, weil ich glaube 30 Grad Abweichung könnten sein. Aber man hat eben schon gesehen, er hat ein bisschen geschaukelt, also es muss schon passen. Sollte es wenigstens. Seht ihr schon eine Landebahn? Ich glaube da vorne, ne? Im Dunst schält sich so langsam etwas heraus. Ich glaube, den können wir wegmachen hier, ne? Wir wissen ja, dass wir einigermaßen auf dem Sender sind. Wir haben 6 Knoten Seitenwind von links. Das klingt immer so wenig, ne? Aber 6 Knoten. Das sind so ungefähr 10 Stundenkilometer. Das bedeutet, man würde praktisch auf einer Landebahn landen, die sich mit 10 Stundenkilometern nach links bewegt. Na, wer früher schon Mofa gefahren ist mit 25 Klamotten, der kann sich vorstellen, was los ist. Wenn man so 20 Knoten Seitenwind hat, sind so ungefähr 36 Stundenkilometer. Man landet dann praktisch auf einer Landebahn, die sich mit 36 Stundenkilometern seitwärts bewegt. So, ja, noch passt alles, noch muss ich nichts unternehmen. Aber gleich. Sieht im Moment aber noch sehr gut aus. Dann lasse ich mal den Autopiloten so lange an, wie es geht. Noch tue ich gar nichts. Gar nichts. Da hält sich ja hier die Einwohner freuen, wenn man so knapp über ihre Köpfe fliegt. Das passt aber heute richtig gut hier, ne? Auch die Korrektur hier hat ALS selbst gemacht. Wir haben noch 200 über Grund. Das sieht immer noch verdammt gut aus. Immer noch sehr, sehr, sehr gut aus. Okay, jetzt fährt die Maschine schon etwas. Muss ich mich mal selber darum kümmern? Vertretbare Landung. Vielleicht ein bisschen spät, aber Ankommen zählt. Oh, kann man langsam auch mal bremsen. Oh, und vorsichtig muss man hier bremsen, aber wirklich. So, wo ist denn hier eine Abfahrt? Seht ihr eine?
Ach, wir nehmen einfach hier vorne das Ding, ne? Ich sag ja gar nicht so kompliziert werden. Und einmal quer über den Rasen. Das sieht der Verein nicht so gern, aber mein Gott. Die sollen sich nicht so haben. Bin ich immer noch auf dem richtigen Wege? Nicht, dass ich hier einfach irgendwelche. Ich wollte gerade sagen, welche Firmengebäude ansteuere, aber die wenigsten Firmengebäude haben einfach so noch einen Tower dabei. Von daher wird das schon irgendwie passen, denke ich. Hoffe ich, meine ich. Quietsch. Ja, so ein Cessna ist halt kein Rennwagen, ne? Das ist ganz schön groß hier, das Gelände, wenn man sich das so näher ansieht. Am besten wir stellen uns wohin? Bei der blinkenden Planierraupe? Vor allem könnte ich mal Gas rausnehmen. Ich glaube, das sehen die hier auch nicht so gern, wenn ich mit solchen Geschwindigkeiten hier über den Text über ihm ratze. Da hinten stehen Cessnas rum. Cessnas suchen immer Gleichgesinnte, dann parken wir uns einfach da daneben. Die haben hier aber eine Menge Platz, ne? Das ist bestimmt wieder so ein gewesener Militärflugplatz, der dann nach dem Krieg irgendwie umgebastelt wurde. Ach, guck mal, das ist ja mal ein niedliches Verwaltungszentrum hier. Da, Administration. Es kommt doch noch Rasen dazwischen? Nee. Whoops! You crashed! Was? Was zum... Einspruch? Ich glaube, das gucken wir uns jetzt aber nochmal eben an. Da will ich eine zweite Meinung haben. Ist das hier Treibsand oder was ist das? Außerdem sind mir irgendwie wesentliche Teile abhanden gekommen und ich habe offenbar ein Gyroskop eingebaut. Ich würde mal sagen, da haben wir es mit etwas unsauberer Programmierung zu tun. Also Leute, ich glaube, das ist jetzt wirklich... Ich kann nie was für meine Abstürze, ne? Aber ich glaube, das ist jetzt das erste Mal, wo ich den filmischen Beweis dafür habe, dass ich tatsächlich nichts dafür kann. Ja, okay, wir sollten sehen, dass wir hier wegkommen. Das gibt nur irgendwelche Fragen bezüglich meiner Fluglizenz und wir wollen jetzt den Flughafen nicht auch noch mit irgendwelchen verwaltungstechnischen Aufwand belasten. Also vielen Dank, dass ihr da wart. Ich bin dann mal weg und wir sehen uns dann nächstes Mal, sofern Sie mich nicht erwischen. Ciao!